Guten Abend, meine Damen und Herren. Ernst Hirnnädel begrüßt Sie zu einem Projekt X heute in der Nacht von Donnerstag, den 10. November 2005 auf Freitag, den 11. November 2006. Es ist eine sehr lange Nacht und wir werden einige Zeit haben, miteinander zu diskutieren. Jugendliche, die sich gegen die Obrigkeit auflehnen, Jugendliche, die versuchen, ihre Stimme zu erheben, die gehört Jugendliche oft zu böse. Meine Damen und Herren, ich habe aus diesem Grund zwei Gäste eingeladen, die natürlich mit einer Materie alleine durch ihren Beruf sehr, sehr vertraut sind, wo wir ein bisschen sprechen können. Lassen Sie mich nur noch vorausschicken, dass natürlich die Problematik der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen wahrscheinlich sehr, sehr eng mit der technologischen Entwicklung der letzten 20 Jahre, kann man fast sagen, zusammenhängt. Nicht nur, dass die Film- und TV-Industrie den Jugendlichen die Visualisierung von Gewalt und dadurch auch natürlich die Ideenfindung im Zusammenhang mit gewalttätigen Äußerungen erleichtert, kommt dazu, dass immer mehr Jugendliche durch Videospielkonsolen, Sie kennen das vielleicht von den eigenen Kindern, auf dem Bildschirm sich auch selbst bei sogenannten Ego-Shooter spielen. Das sind sozusagen Spiele, wo die spielende Person in der Ich-Form quasi sich als Rächer, als schießwütige Person durch ein Videospiel in dieser virtuellen Welt bewegen kann. Diese Spiele, und da gibt es mittlerweile ganz, ganz eindeutige Studien, führen natürlich sehr, sehr leicht dazu, dass Jugendliche dann auch in der Realität zu solchen Schritten greifen. Ich möchte Ihnen kurz meine Gäste vorstellen. Ich habe auf der einen Seite Ernst Eierschaas. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Eierschaas. Schönen guten Abend. Herr Eierschaas, Sie sind ja, glaube ich, vom Anbeginn der Spieleentwicklung mit dabei gewesen. Sie haben glaube ich, 1985, und das ist ja auch eigentlich leider Gottes, gerade in diesem Gedenkjahr, wo wir 60 Jahre Kriegsende, 50 Jahre Staatsvertrag, 50 Jahre Bundesheer heuer gedenken, haben wir auch 60 Jahre Anna Fried. 60 Jahre Anna Frieda Felskrock von der Gruppe Seaba und auch 20 Jahre Computerspiel. Sie haben damals, Herr Eierschaas, als erster, glaube ich, in einem Videospiel gearbeitet. Sie waren damals ein Strich. Ja. Ja, wie kann man sich das heute vorstellen, die jungen Menschen, wie kann man das sehen? Das ist ja doch eigentlich Geschichte, sehr wichtige Geschichte, die fast in Vergessenheit geraten ist. Naja, also ich bin damals eher zufällig zu dem Job gekommen. Ich war damals gerade 18 oder 19, habe gerade maturiert und habe die Wahl gehabt, ob ich jetzt mal das Bundesheer mache, oder dann habe ich überlegt, ob ich studieren soll, und das war damals nicht viel anders als heute. Also ich habe überlegt zwischen WU, JUS und Medizin. Ja. Und die ältere Schwester eines Schulfreundes von mir, die damals schon in der EDV war. Schwester älter als Sie oder älter als der Schulfreund? Das wäre vielleicht interessant für die Hörerinnen. Sie war älter als sowohl als der Schulfreund als auch ich, allerdings nicht in Summe. Sie war älter sowohl als er, als Felix, für sich genommen, als auch ich für mich genommen. Gemeinsam hätten wir eine Summe an Jahren ergeben, die seiner Schwester durchaus übertroffen hätte. Das heißt, die Schnittmenge der Jahre, die wir gemeinsam hatten, war höher anzusehen als die der Schwester, für sich alleine allerdings eine Gutschreibung an Jahren hatte. Ja. Die zu verrechnen in einem höheren Umfang nötig gewesen wäre. Ich verstehe, diese Schwester, dürfen wir ihren Namen sagen? Natürlich. Oder, ja, wie hieß sie? Figur. Manuela Figure, eine Dame, die man jetzt auch im öffentlichen Leben kennt. Sie hat mittlerweile 4 Romane veröffentlicht. Der erste Roman war Wicke geht nach Hause. Sie hat damit einen Bestseller, der gleichermaßen von Jung und Alt geliebt wurde, geschrieben.
Und es hat dann noch 3 Nachfolgeromane gegeben. Sie hat sich allerdings vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Manuela Ficure lebt in Zürich, in der Schweiz, gemeinsam mit Tina Turner und Udo Jürgens in einer WG, kann man eigentlich sagen. Und sie war damals ausschlaggebend für sie, diesen Schritt zu machen, sich nicht für eine akademische Karriere zu entscheiden, sondern als Strich in dem ersten Fernsehvideospiel zu arbeiten. Ja. Was war das für eine Zeit? Das war ja Pionierarbeit, es war ja eigentlich nichts da. Also es war wenig da natürlich. Also es gab schon Computer, die waren aber entweder großen Firmen oder wohlhabenden Menschen vorbehalten. Die Rechenkapazität war vergleichsweise gering. Man muss dazu sagen, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Eierschaß, aber ein Computer damals war ja ungefähr so groß wie ein Zimmer, nicht? Richtig, also ja. Der hat ja gerade mal in einen Raum, der sagen wir 20, 25 Quadratmeter groß war, gepasst, nicht? Laptops gab es noch nicht. Die Laptops, die es gab, waren derartig groß, dass es nur sehr kräftige Menschen verwenden konnten eigentlich. Es hatte damals, sind ja die Laptops, glaube ich, nur in Verbund mit einem 16-Tonner Sattelschlepper verkauft worden. Sattelschlepper, und dann gab es auch noch die Studentenversionen von Laptops, die auf einem Ochsenpaar, nicht Karren, waren. Ja, also da waren 2 kräftige Auerochsen darunter, wo der Monitor an den Hörnern verzurrt wurde und die Maus im After steckte. Das war einerseits praktisch, meine Damen und Herren. Ich erinnere mich noch an diese Pionierzeit. Ich war ja auch damals schon beim Rundfunk als Journalist tätig. Und wir haben natürlich sehr, sehr früh erste Berührungen mit dieser neuartigen Technologie gehabt. Aber ich weiß noch, wenn man diese Computermaus aus dem After des Ochsen hinausgezogen hat, dann war die immer so leicht verschmiert. Nicht? Das kann man vergleichen vielleicht ein bisschen, wenn Sie zum Beispiel Geige spielen, nicht? Oder auch Billard spielen, nicht? Dann braucht man auch ein bisschen sowas zum Einwachsen. Eine Schleime. Bei den Ski, eine Schleimflüssigkeit, nicht? Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber zurück zum Thema. Sie haben damals eben in dieser Zeit, ich glaube durch Manuela Ficure, diese Annonce gesehen. Ja, also Manuela Ficure war in dieser Firma vorübergehend tätig als Sekretärin. Das war, bevor sie noch als Schriftstellerin aktiv richtig, wurde. Richtig, richtig. Genau. Dort hat sie schon zu schreiben quasi gelernt, ja. In dieser Position. Mechanische Schreibmaschinen gab es ja auch. Und weil ich eben mit ihrem kleinen Bruder, jüngeren Bruder, kleiner war er ja gar nicht, befreundet war, habe ich... Felix Ficure. Felix Ficure Junior allerdings, weil... Der Vater ist auch Felix Ficure, allerdings Senior, nicht wahr? Richtig, kennt man vielleicht aus politischen Zusammenhang. Ich glaube, er war ja der König von Jordanien. Richtig. 4 Jahre lang, richtig. Ja. Bevor er dann die Firma Sony übernommen hat und Fußballweltmeister wurde. Ja, richtig. Aber zurück zu dieser Pionierzeit des Computerspiels. Denn, und die Manuela Ficure hat damals gesagt zu mir, du Ernst, wir machen da so ein Pilotprojekt für ein Computerspiel, könntest du bitte aushelfen? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob meine Eltern das erlauben. Sie hat gesagt, das geht ganz geschwind, komm vorbei auf 2-3 Stunden, wir filmen das ab. Und das ist ja nur zum Testen, danach macht das eher ein Profi. Es ist jetzt nur mal, dass wir es quasi dem Chef zeigen können. Richtig. Sie haben damals zusammengearbeitet mit 2 anderen Kollegen. Ich glaube, es waren auch 2 Männer. Wissen Sie noch, wer das war? Haben Sie da noch Kontakt? Es war Terence Hill. Terence Hill und Helmut Kohl. Und Helmut Kohl, der ja später bekannt wurde, auch als deutscher Politiker. Richtig. Muss man dazu sagen, kennt man als vielleicht Gerhard auch. Als Gerhard Schröder ist er später bekannt geworden. Richtig, der ja jetzt nicht mehr als sozusagen in Deutschland aktiver Politiker. Richtig. Arbeitet, sondern als Schriftsteller mittlerweile, nicht? Das Spiel darf man sich so vorstellen, es waren 2 Striche und zwischen diesen Strichen hat Helmut Kohl damals den Punkt gespielt, der war damals schon sehr, sehr dick, also wirklich so ein richtiger, wie man sagt auf Deutsch, ein Gefütter. Es war eigentlich ein Quadrat in Wahrheit, dieser Punkt, nicht mehr? Ja. Richtige Punkte gab es noch keine, man konnte nur sehr kleine Quadrate herstellen und die quasi mit ein bisschen Fantasie sich daraus einen Punkt imaginieren. Richtig. Herr Eierschaß, seit damals ist sehr, sehr viel passiert. Sie sind in der Branche geblieben. Sie haben halt eigentlich den großen Durchbruch erst später gehabt als Super Mario Bros. Mhm. Das war eigentlich der große Erfolg und der dann ihr Imperium begründet hat. Ja gut, ich meine, das Ping-Pong-Spiel war an sich auch schon ein großer Erfolg.
wie soll ich sagen, es war für mich persönlich, war beides ein großer Erfolg. Super Mario Bros. Ist dann wahrscheinlich der breiten Öffentlichkeit bekannter geworden. Ich glaube, dass künstlerisch war für mich der Strich auch schon sehr wichtig. Das Strich Ping Pong, glaube ich, war eine wie ein Avantgarde-Projekt, kann man sagen, das allerdings, glaube ich, bei den jungen Menschen schon Anklang gefunden hat. Mit Super Mario Bros. Sind sie eigentlich in den großen Kommerz eingestiegen, was ihnen viele ja dann gar nicht verziehen haben, muss man sagen, in der Kunstszene. Ja. Die sogenannte Szene natürlich, und da gab es immer wieder Diskussionen von wegen Credibility. Wie weit darf man bei Computerspielen jetzt gehen? Sind Joysticks kommerzig oder doch noch cool? Oder 3D-Animationen, ist das jetzt irgendwie der Ausverkauf oder neue Wege? Ich habe das immer sehr pragmatisch gesehen. Ich habe gefunden, wenn es der Funktion des Spiels dient und wenn es die Faszination des Spiels steigert und der Erhaltungswert steigert, dann heiligt der Zweck in dem Fall die Mittel. Sie haben uns einen Kollegen mitgebracht. Ich glaube, sie arbeiten sogar in der gleichen Firma aus den USA. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Mike Miller. Schönen guten Abend. Herr Miller, Sie sind ja auch in der Videospielbranche tätig. Sie sind aber erst vor einigen Jahren eingestiegen, zu einer Zeit, als die Technik so weit war, Videospiele in diesen Realismus darzustellen, wie wir ihn jetzt haben. Wir haben natürlich seit dem Super Mario Bros. Ein bisschen jetzt einige Jahre übersprungen, aber Sie sind sozusagen da maßgeblich und auch ein bisschen in Ihrer Pionierarbeit beteiligt geworden. Sie haben das allererste Videospiel, den allerersten Ego-Shooter gemacht, der sozusagen so realistisch war, dass man, ich formuliere es mal so, sich Sorgen gemacht hat, dass die Kinder, die das spielen oder die Jugendlichen überhaupt noch unterscheiden können, was ist Spiel und was ist Realität. Welches Spiel war das damals? Jungle Fighter One. Jungle Fighter One war ein Spiel, ein PC-Spiel. Damals konnte man aber auch mit einem Joystick reingeben. Und können Sie ganz kurz... Auch am WC, muss man sagen. Also es war eigentlich überall im ganzen Haus, hat man spielen können. Je nachdem, wo man die Konsole mitgenommen hat. Ne? Ich verstehe. Für unsere älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht so vertraut sind, worum ist da gegangen in dem Spiel? Beim Jungle Fighter ist so, dass immer wieder urplötzlich die ärgsten gefährlichen Sachen, was in den Dschungel sein können, auftauchen. Und was kann man sich da vorstellen? Schlangen, das heißt, Giftschlangen. Kommt. Giftschlangen muss man mit einem Messer. Ja? Eine richtige Dschungelschlangen kann, wenn man auf sie schießt, ja, kann die Schlangen halt so verhärten, dass die Kugel abrollt und wieder zurückkommt. Deshalb muss man wissen, wenn eine Schlangen sie irgendwo ablässt, da muss ich das Messer nehmen, da muss ich sofort mit dem Messer töten. Und am besten ist von weiter Entfernung, dass ich das Messer zu viel schieße, weil wenn ich hingehe, kann sich die Schlange natürlich, wenn das eine wirklich eine große Dschungelschlange ist, so um meinen Körper wutzeln, dass ich nicht mehr ausgehe. Da kann ich nicht mehr zum Messer. Das ist eine Würgeschlange. Ja, beim Messer kann sich die Haut nicht zu verhärten, dass das Messer zurückkommt. Das Messer, das sind natürlich, das muss man auch dazu sagen, das sind die Waffen, was ich dort habe, sind keine normalen Waffen. Die kriegen sie in keinem normalen Geschäft nicht. Ne? In keinem normalen Waffengeschäft kriegen sie die nicht. Also wenn es gingen am Grund zum Springen, kriegen sie es nicht. Die sind in unserem Labor. Wir haben viel Labor, wo eben die ganzen technischen Sachen, die ganzen Waffen entwickelt werden. Dort wird das entwickelt, das ist vierfach gepresster Magma-Stahl. Das gibt's also, und drinnen, ich weiß gar nicht, was noch alles drin ist, aber die ärgsten Sachen, die ärgsten Metalle, die ärgsten Legierungen, und das ist so spitz, dass man sich sticht, und darum geht es durch die Schlangen durch. Herr Miller, und die Schlangen hängt dann natürlich. Herr Miller, wir sind jetzt sofort in Medias Res eingestiegen. Ja, das ist mein Bereich. Das ist mehr gefahren im Dschungel, das war jetzt nur eine halbe. Das war nur eine, richtig. Wir haben jetzt Gorilla. Sozusagen exemplarisch eine Szene aus diesem Spiel Jungle Fighter 1 oder 1 herausgenommen. Das erste tatsächlich realistische Computerspiel, das auf den Markt gekommen ist und ein großer Erfolg. Ihre Firma, Herr Eierschas, hat das hergestellt, Eierschas Productions Universe Enterprising GmbH. Mhm. Und es ist der größte Spielehersteller heutzutage geworden. Und Sie haben aber, nachdem Sie ja schon mit den Mario Bros. So einen großen Erfolg haben, damals wirklich sozusagen Ihre Vormachtstellung gesichert mit diesem Spiel. Können Sie uns ganz kurz nur sagen,
Was war das für ein Schritt für Sie, sich darauf einzulassen? Denn die Produktionsbedingungen für so ein Spiel wie Jungle Fighter One, glaube ich, sind ja schon in Hollywood-Maßstäben zu sehen. Ja, ja. Und da muss man erstens mal den Dschungel abfilmen mit Kamera. Ja. Das heißt, Sie arbeiten, und das war ja auch der Vorteil, glaube ich, entschuldigen, wenn ich da einhacke gleich, Sie arbeiten ja mit Farbfilm, das ist ja alles in Farbe dargestellt. Farbvideo mittlerweile, ja. Richtig, und Sie konnten ja dann... Spart man sich die Entwicklung dann nachher. Sie drehen ja das schon in Farbe, und das muss man dann nicht mehr Technicolor, mit Technicolor-Technik, Technicolor. Ja, wir drehen alles in Farbe, mit Stereoton. Ja. Und machen nachher die Transfusion optimized. Wie, das heißt, dass dann der Ton und die Bilder gleichzeitig richtig zu konsumieren sind. Und dann, das Spiel funktioniert so, dass man, wenn man zum Beispiel eine Aufgabe erfüllt, Punkte bekommt. Und wenn man scheitert, Punkte abgezogen bekommt. Das muss man ja auch so filmen, dass das beide Möglichkeiten gibt. Ich sage nur ein Beispiel, ja. Wenn jetzt zum Beispiel der Mike absichtlich, weil unabsichtlich würde er das nie machen, so blöd ist er nicht, auf eine Schlange schießt und die Kugel prallt ab und kommt zurück, dann muss man eine Szene drehen, wo die Kugel zurückkommt und der Mike so tut, als ob er sterben wird. Tut er natürlich nicht, weil er der Kugel auch ausweicht. Das ist natürlich auch die Frage, auch um die Art und Weise dieser Unterhaltung für junge oder auch ältere Menschen zu beschreiben. Das ist ein sogenanntes interaktives Spiel. Das heißt, wie Sie Ihre Steuerungseinheit, den sogenannten Joystick, benutzen, hat das Einfluss auf die Charaktere. Nicht, das ist der große Unterschied zum Kinofilm oder zum Fernsehfilm, dass man natürlich die Charaktere auf dem Bildschirm beeinflussen kann. Nicht? Und je nachdem, wie gut man das macht, sammelt man Punkte und hat dann am Schluss sozusagen, geht man dann als Sieger hervor. Ja. Jetzt ist dieser Ego-Shooter Jungle Fighter One, entschuldigen Sie, eben dieser erste gewesen. Man hat am Schluss viele Punkte sammeln können, aber die Arbeiten für das Spiel waren ja auch sehr gefährlich. Ich glaube, es sind ja auch da Menschen gestorben bei den Dreharbeiten. Nö, sicher. Ja. Man, das ist, die Leute haben oft keine Vorstellung, was das heißt. Der wichtige Schritt ist ja ganz am Anfang von so einem Spiel, ist es ja so, dass einfach, das wissen die wenigsten Leute, dass das, die ganzen Szenen, was man sieht in dem Spiel, die müssen zuerst einmal echt dargestellt sein. Das heißt, das ist, entweder wird alles nachgebaut, aber naturgetreu, oder wir sind wirklich in der Location draußen im Dschungel. Beim Jungle Fighter waren wir noch im Dschungel. Das heißt, wo haben Sie da genau gedreht? In Amazonas-Dschungel. Amazon Jungle, ja. South America, originally. Und natürlich, oder wenn es Ninja Turtle 1 bis 3. Hm? Das sind dann wirklich erprobte Kämpfer, renommierte, sage ich, wirklich Soldaten oder Krieger aus Japan, die da kommen. Und das ist sozusagen, da geht es für mich um Leben und Tod. Deshalb ist das auch so gut gezahlt. Hm? Deshalb habe ich dort angefangen. Aber da habe ich natürlich viel investieren müssen, genauso ich habe Ranger-Ausbildung, ich habe Jagdkommando gemacht. Ne? Das sind alle Sachen, die sind für mich überlebenswichtig. Weil man kann sich vorstellen, da kommt von jedem Eck, überall wo ich gehe, kann von jeder Seite ein Ninja kommen. Da kommen die ganzen Sterne, was die haben, schießen die von überall, da muss ich mit ausweichen. Das klärt nur, neben mir fliegen die ganzen Ninja-Sterne so eine. Ja? Die tue ich dann nehmen und schieße zurück und weil ich früher früh Frisbee gespielt habe ich keine super Bananen. Und das heißt, Sie verbiegen Ihren Körper gleich einer Banane? Nein, nicht den Sterne. Körper, sondern wenn ich Ninja-Stern zurückschieße, dann kann ich eine Banane schießen. Das kennen die also wenigsten. Eine Flugkurve, die genau. Einer Banane gleich. Und das kennen die ganzen Japaner nicht und die verstecken sie so, weil sie nicht wissen, sozusagen, es ist für die Denk unmöglich, die haben nicht die Vorstellung, dass ich eine Banane schießen kann. Denen fehlt das Enzym wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, aber das hat sozusagen drei von denen halt das Leben gekostet. Ich meine, Ernst Eierschaus, Sie haben den Mike Miller, glaube ich, vertraglich und... Also Sie entschuldigen, Sie kennen übrigens Michael Müller, sagen wir. Es ist nur in Englisch ausgesprochen Mike Miller. Und meine Fans sagen Mike
Dynamic Miller. Dynamic, nicht so wie das Dynamit, nur mich Dynamit. Ja, aber sicher als Anspielung, weil das haben wir auch Sprengstoff, ich meine, natürlich versaut, da gibt es Sprengfallen, alles. Ne? Da geht man einer der Wusch hin, oder da glaubt man ja Silvester, alles. Ne? Aber das ist nicht, das schaut im Spiel dann witzig aus, für mich ist das lebensgefährlich. Ne? Wenn ich so ein Spagat über sich, wo eine Handgranaten dranhängt, dann war es das. Der Job ist lebensgefährlich. Michael Müller ist ja seit, glaube ich, mittlerweile 12 Jahren bei Ayershaus Production Enterprises GmbH unter Vertrag. Man sagt ja auch und man liest immer wieder, dass ihre Firma eigentlich mit diesem Mann lebt und gedeiht. Wie sind Sie auf Mike Müller gestoßen? Wie haben Sie ihn entdeckt, Herr Ayershaus? Und Wie war das Auswahlverfahren? War das ein Casting oder war das Zufall, dass Sie da zusammengekommen sind? Wir haben ihn aus dem Tierheim geholt. Wie gefunden? Ja, also er hat halt sehr treu reingeschaut und viel am Käfig gerüttelt ein bisschen und war halt sehr herzig, hat so große Augen gehabt. Er war damals noch ein ganzer Junge, ein paar Monate alt erst. Ja. Und ich habe ihn halt einmal kurz raus zum Wärter, können wir den mal genauer anschauen, haben wir auf den Schoß genommen, hat man gleich aufs Quant gepinkelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt so kennt, dieses harmlose Babyhafte, nicht? Ja, und wir haben dann halt mitgenommen. Sie haben ihn zu Hause gehabt, die erste Zeit, kann man sagen. Und dann halt mit der Flasche aufgepäppelt. Mhm. Und wann haben Sie entdeckt, dass er diese besonderen Fähigkeiten hat? Ja, wie wir ihn einmal draußen übernachten haben lassen. Weil er hat lange Probleme gemacht mit dem Teppich, also er hat gerne sein Geschäft innen gemacht in der Wohnung und das war dann halt doch lästiger Zeit lang. Wir haben ihn dann einmal draußen lassen im Garten und am nächsten Tag haben wir gesehen tote Schlangen, tote Vietnamesen, gesprengte Häuser und haben uns gewundert, was da passiert sein könnte. Und sind Sie dahinter gekommen, was passiert ist? Nein. The name of the game, the other. Meine Damen und Herren, ein Lied, das schon ein bisschen auch unsere Sendung natürlich beschreibt. Mein Name ist Ernst Hirnedel und ich freue mich über meine beiden Gäste, Ernst Ayershaus von Ayershaus Production Enterprise GmbH und Mike Miller, ich würde sagen, der Action-Ego-Shooter-Videogame-Star des Jahrtausends, kann man sagen. Guten Abend, schön. Hallo. Herr Ayershaus, Sie haben damals ja in den 80er Jahren, wie die Videospiele begonnen haben, haben Sie ja eigentlich diesen Platz inne gehabt. Das heißt, dadurch, dass Herr Miller jetzt auch bei Ihnen, bei Ihren Ayershaus Enterprises unter Vertrag ist, können Sie ihm wahrscheinlich das helfen. Wie kann man sich das damals vorstellen, den Star-Rummel von so einer Videospielfigur? Es war damals noch eine ganz andere Zeit, muss man dazu sagen, natürlich. Ja, die Menschen waren froh, eine Arbeit zu haben. Es gab nicht sehr viel und es war natürlich vor allem in erster Linie der Wiederaufbau und viele Männer waren nicht daheim, also der Großteil der Arbeit ist den Frauen zugefallen und es gab auch damals den Arbeitsdienst bis in den November hinein, wo alle mit anpacken mussten, der ist dann abgeschafft worden im November 45 und dann hat es nur mehr Arbeitsdienst auf freiwilliger Basis gegeben. Sie waren aber damals sozusagen als Mann ein Idol, eine Kunstfigur. Jawohl. Und als Frau gleichzeitig ein Sexsymbol. Da habe ich immer großen Wert darauf gelegt, mich nicht festlegen zu lassen. Ich habe eine Karriere in mehreren Richtungen angestrebt und mein Gott, man kann sagen, es ist Multitalent, man kann sagen, schizophren. Ich sage immer, mein Gott, ich habe es gemacht, was gegangen ist. Ich habe nicht gewusst, welche Karriere besser funktionieren wird. Also habe ich mal beide angestrebt, sind beide aufgegangen. Habe ich Glück gehabt, vielleicht Glück und Verstand, was weiß ich. Und als Mario Bros, nachdem Sie ja schon als Strich sehr, sehr berühmt geworden sind. Und als Marion Bros auch. Aber Sie haben ja als... Und als No Bros habe ich dann eine Heavy Metal Band angefangen. Das war ja dann noch fast ein Spin-off quasi, nicht schon? Ein Spin-off. Aber bleiben wir noch bei Ihrer Zeit als Strich bei diesem Ping-Pong-Videospiel. Damals war das zum ersten Mal, dass so ein bisschen eine Strichmania ausgebrochen Richtig, ist. Ja. Ich glaube, das war ja nicht nur hier in Europa. Sie waren ja dann auch auf Tournee in Australien und auch in Japan hatten Sie ganz große Welttournee auf Strich und Faden.
Und wie darf man sich das heute vorstellen? Sie sind zum Flughafen gekommen. Das können Sie sich gerne vorstellen. Das kann ich überhaupt nicht dagegen. Sie dürfen sich das ruhig vorstellen. Ja, aber wie hat sich das dargestellt? Sie sind da am Flughafen gekommen, da waren die ganzen die Mädchen und die Burschen, die, da ist gekreischt worden. Ja, ja. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Was war das für ein Gefühl, dass auf einmal da so eine Begeisterung ausbricht? Und wie lässt sich das erklären, dass die jungen Menschen so, ich möchte fast sagen, hysterisch auf Sie reagiert haben? Was haben Sie mit diesem Spiel geschaffen für die Jugend von damals? Na gut, am Anfang war das sicherlich ungewohnt für mich, diese riesige Begeisterung, diese bedingungslose Hingabe gegenüber dem Idol, das ich damals dargestellt habe. Am Anfang habe ich natürlich gerne den einen oder anderen Fan mit nach Hause genommen und als Sklaven angestellt, also in der Küche, im Keller, im Garten hat es auch immer wieder einige Arbeiten zu verrichten gegeben und da waren dienstbare Fans immer herzlich willkommen. Mit der Zeit hat sich das aufgehört. Das ist circa so, wenn Sie sich vorstellen können, am Anfang, wenn man vielleicht zwei, drei Mal in einem Hotel ist, freut man sich immer über die Schokoladennaps am Polster, isst sie gerne auf und nimmt da vielleicht sogar das Duschgel nach Hause. Irgendwann gewöhnt man sich dran und lässt es auch einfach liegen. Man, so war das mit den Fans einfach man auch. Stellt vielleicht auch dann fest, dass die Qualität dann doch nicht so ist, richtig, wie das, was man sich vorstellt, dass das natürlich auch ein bisschen Lockgeschenke und sind. Wir haben dann die meisten Fans wieder freigelassen und wir haben am Anfang sie noch beringt und mit Sendern versehen, damit wir kontrollieren können, wo sie sind. Wir wollten die Wege der Fans dokumentieren, ja, um sie auch vor Wilderern zu schützen. Und später haben wir sie dann einfach... Das ist ein super Kundenbindungsprogramm. ...in Marmeladegläser abgefüllt und in die Teiche zurückgeleert, wo wir sie her hatten. Herr Miller, Sie sind, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, heute das, was der Ernst Eierschaas in den 80er Jahren war. Nur haben sich die Zeiten verändert. Die Spiele sind gefährlicher geworden, sie sind brutaler geworden. Richtig. Sie werden sehr verehrt, vor allem von jungen Männern. Das kann man dazu sagen. Wie stehen Sie zu Ihrer Verantwortung als Vorbild für die männliche Jugend vorwiegend? Ja, eigentlich, wie soll ich das sagen, das ist mein, ja, das hört sich arg an, wenn ich sage, das ist mir wurscht, aber eigentlich ist das so, ich mache das nicht, um für irgendjemand ein Vorbild zu sein, wenn das rauskommt, ja, dann ist das so, sag ich, ein kleiner Nebeneffekt oder Lateralschaden, aber das für das will ich mich nicht verantwortlich machen, nur weil ich einen Top-Job abliefer in meinem Bereich, dass man dann sagt, ja, und jetzt ist er verantwortlich für irgendwelche, weil Jugendliche brutal sind oder so. Da sehe ich überhaupt keine Verantwortung, weil ich mache nur einen Job wie jeder andere auch. Und ich mache halt mein Job, das, was meine Aufgabe ist, mache ich sehr, sehr gut. Und da ist für mich schon Schluss mit der Diskussion. Und doch agieren Sie ja in den Spielen, in denen Sie der Hauptdarsteller sind, ja auch in einem inhaltlichen Kontext, der ja oft auch in seiner Ideologie kritisiert wird. Wer schreibt da die Drehbücher dieser Videospiele, Herr Eierschaas? Wer letztendlich, Sie als Produzent tragen ja die Letztverantwortung und werden ja auch in den Medien oft genug angegriffen. Gibt es kein Drehbuch, das ist alles spontan Reality. Verstehe, wie darf man sich das vorstellen? Wie gerne, das wie Sie ab? Wollen. Naja, das müssen Sie sich so vorstellen, es ist einfach jetzt die Situation, sagen wir, Häuserkampfanlage. Dann müssen Sie sich das vorstellen, wie Sie stehen in einer Häuserkampfanlage und es gibt fünf feindliche Gruppen, die mich alle erledigen wollen und die muss man überlegen, wie überlebe ich. Als Einzelner. Da gibt es für mich als Einzelner. Und da gibt es für mich nur vollste Konzentration und auf geht's und durch. Ich meine, das ist so ein Thrill, das ist wahrscheinlich, ja, für mich ist das sicher eine Art Droge. Das sage ich offen dazu. Adrenalin. Ich kann ohne den Thrill, für mich ist das Leben fad ohne den. Ne? Ein anderer sagt, das würde ich nie machen, das ist viel zu gefährlich und ich brauche das. Aber natürlich hole ich mir die Hallerwachel und haue immer schön her. Ne? Mit denen schaut es dann schlecht aus. Ne? Muss man aufpassen, dass man, bevor man sich umdreht, dass von hinten keiner kommt auch. Ja. Ne? Häuserkampfanlage. Und dann wird halt geschaut, das hängt also von der Situation an, was machen die anderen, wo bin ich, liege ich lang auf Lauer. Ich bin total, das muss man auch sagen, super Camouflage sozusagen, also super getarnt, ich schaue aus wie eine Hauswand. Also wenn sie mich in die Südstadt stehen, erkennt mich keiner, weil ich ausschaue wie die Hauswand. So super getarnt. Das heißt, und plötzlich kann ich mich bewegen und wenn ich die ganze Zeit ruhig stehe, bis zwei, sagen wir, ein Japaner vorbeikommen. Ne? Die glauben, sie schleichen an der Hausmauer vorbei, dabei bin ich. Plötzlich geht's
habe ich die zwei schon erledigt. Ne? Da gibt es ja auch diese sehr... Nickermännchen halt, ne? Naja, das sind Nickermännchen für mich. Na klar, die schnupfe ich zum Frühstück auf. Ich meine, das von so kleinen Japanern, ja, wenn sie mal dumm rennen mit... Ah, hit. Da gibt es nur... Gibt es von mir links, rechts einen Arschtritt. Der kriegt einen Spitz, dass er zur Mama Samurai heimrennt und sie ein Schnitzel ausbochen lässt. Statt. Was fressen sie denn da oben sonst? Hm? Sushi. Ja, Sushi. Das, der gerät schon heiß. Überall Sushi. Mittlerweile haben wir mehr Sushi als Wirtshäuser. Die sollen daheim bleiben. Ne? Und das so gerne, so motiviert. Na, natürlich muss ich mich motivieren. Aber natürlich muss ich mich motivieren. Natürlich muss ich mich heiß machen für so eine Szene, für so einen Kampf. Seine ganze Kraft geht jetzt drauf, dass er sich konzentriert. Damit er nicht... Ich konzentriere mich nur. Der ganze Job ist Konzentration. Weil wenn ich einen Fehler mache, bin ich tot. Ne? Und dann soll ich mich noch irgendwie kümmern über Verantwortung und Vorbild. Nein. Das ist nicht meine Abteilung. Ja? Dann, ich liefere nur meine Arbeit da. Dann möchte ich mich mit der Frage vielleicht... Ich will mich nicht ausschwärzen lassen. Möchte mich, also niemand will sie anschwärzen. Nein, aber nicht von Ihnen. Aber ich kenne ja das aus den Zeitungen. Ich tue ja auch Zeitungen lesen. Ich probiere das zwar zu übergehen, ja, aber natürlich kriege ich mit, dass es in der Kritik ist. Naja, man muss schon dazu sagen... Nur das sage ich, sollen sie die Schreiberlinge, die ganzen Schmierfinken, was sind, sollen die einmal reingehen, so eine Szene? Ne? Sollen die einmal sie ausschießen lassen? Was ist denn? Ich hab immer mit einer Hechtrolle, kommen schon die angespitzten Patronen von den amerikanischen Schnellfeuerwaffen, was sind. Und ich tue gerade noch mein Schutzschild, was wir im eigenen Labor ausgebaut haben, aus dem Titan, tue ich das anfangen. Ne? Aber du musst dich konzentriert sein, du musst dich gut geschlafen haben, da kann ich mich nicht um solche Sachen kümmern. Das ist ja klar. Nein, gut, das ist natürlich eine Art der Vorbereitung, die Ihnen unbenommen bleibt, ganz, ganz klar. Trotzdem kommt die Kritik nicht nur aus dem journalistischen Bereich, auch aus dem pädagogischen Bereich. Das sind ja die Besten. Das Bildungsministerium hat ja nicht zuletzt auch eine Studie in Auftrag gegeben in Zusammenarbeit mit der Fakultät der Sozialforschungen in Wien auf der Universität, wo natürlich schon auch ein bisschen die Sinnhaftigkeit dieser Spiele in Frage gestellt wird. Und Herr Erscher, Sie sind ja da auch ein bisschen im Kreuzfeuer der Kritik. Entschuldigung, Chef, ich habe kurz geglaubt, das ist ein Angriff. Weil solche Sachen sind auch manchmal, damit es echter wirkt, dass plötzlich der Chef irgendwo Überfälle machen lässt und die zurechtkommen muss. Moment, entschuldigen, ich habe geglaubt, das war das. Tut mir leid, Ihren Assistenten habe ich fast getroffen. Ja, gut, dass ich mich gerade noch zurückgehalten habe. Herr Erschers, wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Was ist die Kritik nochmal bitte? Die Kritik gegenüber der zunehmenden Gewalt in Ihren Spielen. Sie haben ja eigentlich mit diesem Ping-Pong-Spiel sehr, sehr harmlos begonnen und auch Super Mario Bros., Ihre zweite große Rolle, Ihr zweiter großer Erfolg, war ja eigentlich auch sehr stark damit verbunden zu hüpfen. Oft ist Ihnen aber dann, glaube ich, auch ein Stein am Kopf gefallen. Aber trotzdem ist die Gewalt nicht gegen andere gegangen und das hat sich dann anders entwickelt. Dafür stehen Sie oft im Kreuzfeuer der Kritik. Kreuzfeuer. Ei, jetzt habe ich aufgepasst. Immer voll in der Tropfen. Wie gehen Sie mit der Kritik um? Ja, ich verstehe mich mit der Christine Dick sehr gut an sich. Wir kennen uns seit wir 14 Jahre alt waren. Und sie war mit meiner Schwester in der Klasse. Darf ich fragen, wie ihre Schwester heißt? Die heißt Manfred Karin Eierschaß. Eierschaß wahrscheinlich auch, ja. Ja. Hat aber geheiratet und heißt jetzt Meier. Verstehe. Mit Y. Nein, aber ich merke schon, dass Sie sich nicht ganz auf meine Frage einlassen wollen. Trotzdem ist das schon ein bisschen auch der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Na, schauen Sie, Herr Moderator, sagen wir es so. Nicht da? Die Gewalt in der Jugend auf Videospiele zurückzuführen, ist eine sehr billige Ausrede natürlich. Wie Sie wissen, hat es Gewalt schon gegeben. Man kann Gewalt so weit zurückverfolgen und sogar nachweisen, bis in die Zeit der Ritter. Verstehe. Das die Ritter haben manchmal auch mit Gewalt aufeinander eingeschlagen. Da gab es Schwerter, es gab Kämpfe, es gab Prügelstrafe, Schimpfworte. Wissen Sie, welche das waren?
ich kann nicht ritterisch. Verstehe, das war ja Mittelhochdeutsch damals, aber ich will sie da auch gar nicht jetzt in Bedrängnis bringen, aber trotzdem glaube ich, ist es ein wichtiges Thema. Aber ich Thema, wollte nur sagen, Gewalt hat es vorher auch schon gegeben und obwohl es, also Videospiele gibt es seit 1985, ja, und Gewalt gibt es schon seit ungefähr 1400 irgendwas. Verstehe, das heißt, Sie sagen, die historische Entwicklung der Gewalt ist eine viel, viel längere in der Realität, als sie dann später in Videospielen dargestellt worden ist. Ja, genau, richtig, aber richtig. Wie war da Ihr persönlicher Weg? Das würde mich interessieren, wo Sie eigentlich, wie gesagt, sehr harmlos begonnen haben. Warum haben Sie sich immer mehr der Gewalt zugewendet? Sind Sie böse geworden? Ich verwehre mich entschieden gegen den Vorwurf, dass wir uns der Gewalt zuwenden. Wir haben von Anfang an, wir haben Gewalt weder geleugnet, noch haben wir sie glorifiziert, wir haben sie immer so dargestellt, wie sie im Leben vorkommt. Ich verteidige mich eigentlich nur in die Filme. Und ein Spiel, genau richtig, wie es der Mike sagt, ein Spiel, das davon handelt, durch den Dschungel zu gehen und sich zu bewähren und zu kämpfen. Versuchen Sie es einmal, gehen Sie durch den Dschungel, schauen Sie, ob Sie durchkommen, Sie werden ohne ein Mindestmaß an Gewalt, das Sie natürlich anwenden müssen, nicht durchkommen. Um und zu kämpfen. Überleben. Richtig. Das heißt, es geht ums Überleben. Und kämpfen, ums wenn Leben ich das generell. Sagen darf, ist eines von den ältesten Sachen. Nicht? Das ist total edel. Das haben die alten Griechen haben auch schon gekämpft, nicht? In die Olympia und das Ganze, die boxenden Knaben von Delphi. Das ist was, das ist in Menschen was Ureigens. Hm? Herr Miller, Sie sind jetzt, glaube ich, 12 Jahre in diesem Business. Kennen Sie Angst? Selbstverständlich. Wie gehen Sie Angst mit der ist, Angst um? Ja, wie gehe ich mit der Angst um? Ich bündel sie zur Energie. Wie darf man sich das vorstellen? Wie darf man sich das vorstellen? Kann man das lernen? Kann man lernen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob das jeder lernen kann, das glaube ich fast nicht, so wie die Welt bis ich her kennengelernt habe. Aber natürlich habe ich Angst und Angst ist für mich ein Riesenmotivator, weil ich will nicht sterben. Ganz klar, ich will leben. Ich habe Angst, aber natürlich kann ich mir in dem Moment Angst in ihren klassischen Ausprägungen nicht leisten. Ich darf nicht zittern, weil dann triff ich ihn. Weder mit einer Waffe, weder mit einer Schusswaffe, noch mit irgendeinem Speer oder Schwert oder Messer. Also darf es das nicht geben. Und wenn ich weiß, ich mache den Job, dann darf ich insofern keine Angst zeigen. Das heißt nicht, dass ich nicht prinzipiell das Angst kenne und weiß, was das heißt. Ich brauche es sogar, wie gesagt. Aber ich in dem Moment, wenn ich in Einsatz bin, dann ist alles nur auf Energie und Reaktion und Kampf und Gespieren. Ich spiere viel. Ja? Also ich weiß, wenn ich durch eine Gasse gehe, zum Beispiel, dann merke ich eigentlich, wo wer sein kann, wo es bald scheppern wird. Sowas gibt es. Es gibt es in Filmen bei Hauptdarsteller, dass das manchmal ist. Ja? Also der Rambo zum Beispiel, bei dem war das so, der hat das auch kennen und es gibt einfach Kriegshelden und so, was ein Gespür haben, wie ein anderer ein Gefühl fürs Skifahren hat, gibt es welche, die super kämpfen können. Der Achilles zum Beispiel in dem Film, wo der Brad Pitt in Achill gespielt hat von den Griechen, hat super gekämpft. Ja, obwohl der andere viel größer war nämlich. Ja genau, das war super, wie er auf einen aufgehabt und hinten den Rücken einen sticht. Ne? Ja. Wir sprechen da schon über sehr archaische Bilder, ein Achillfeld, es erinnert alles ein bisschen auch an den Kampf David gegen Goliath. Herr Erschaus, Sie haben begonnen eigentlich als sehr offene Figur für beide Geschlechter und trotzdem hat sich das, und das werfen Ihnen auch so manche feministische Organisationen vor, sich alles zu einem sehr, sehr archaischen männlichen Bild rückentwickelt. Das heißt, das wofür Sie gestanden sind, haben Sie verloren. Mhm. Warum? Manche unterstellen Ihnen, dass viele Geld, das Sie verdient haben, hat Sie korrupt gemacht. Ja, das kann ich mal mit Sicherheit verneinen. Also das ist definitiv nicht so. Mhm. Es war im Laufe der Jahre natürlich immer wieder die Frage, wie können wir das Spiel den aktuellen Bedürfnissen, den Trends der Zeit anpassen. Und es war eben so, dass wir in zahlreichen Testreihen und in Interviews und Beobachtungen immer wieder festgestellt haben, dass Frauen sich nicht gut mit Technik auskennen. Ja. Und
sich schwer tun mit logisch denken, und das Spiel ist halt einfach ein Computerspiel, ja, das auf Technik basiert, nicht wahr? Und aber da hat ja dann doch, glaube ich, vor einigen Jahren, entschuldigen Sie, wenn ich da einhacke, die Verzeihung, das war zu fest, die Konkurrenzfirma mit der Lara Croft entgegengesetzt. Und das hat Ihnen ja, glaube ich, schon ein bisschen den Schweiß auf die Stirn getrieben. Ja. Und trotzdem haben Sie gesagt, wir reagieren da nicht darauf. Bei uns wird der klassische Macho, der klassische Held im Mittelpunkt stehen. Wir haben ja das Frauenbild nicht abgesetzt, wir haben es nur ausgesetzt eine Zeit lang. Und dann sind wir wie gesagt, wir haben ja angefangen, zweigeschlechtlich. Ja. Und wir haben pausiert eine Zeit lang, um eben das männliche Computerspiel voranzutreiben. In der Zwischenzeit hat die Konkurrenz unser weibliches Bild gekopiert. Verstehe. Man hat damit mit Lara Croft natürlich einen beachtlichen Erfolg erzielt. Ich weigere mich aber, die Kopie nochmals zu kopieren. Also das ist ja. Naja, aber Sie haben dann eine sehr starke Gegenmaßnahme sozusagen gesetzt, ja, weil sozusagen, wenn das Spiel, und das hat ja schon bei Jungle Fever 1 begonnen, und ist ja auch jetzt bei Jungle Fever 4 noch viel, viel stärker, nämlich dass, wenn der Held siegt und am Schluss nach Hause kommt, steht dann dort die Frau am Herd und kocht ihn eine Eierspeise. Richtig, und danach bläst sie meinen. Richtig, und das ist ja sozusagen wird von vielen Frauenorganisationen als zutiefst entwürdigend und auch vor allem sehr, sehr, wie soll ich sagen, rückschrittlich empfunden. Naja, aber es gibt den Play-Modus, wenn die Frau gut kocht, der Mann dafür beim Tischabdecken hilft und sogar den Geschirrspüler einräumt. Und ja, bitte. Mike. Nein, ich sag's lieber nicht. Wieso nicht? Sag's Mike. Mike. Nein, ich sag's nicht. Weint er? Meine Damen und Herren, die Stimmung hier im Studio hat sich jetzt ein bisschen verändert. Dazu müssen wir vielleicht ein bisschen einen Hintergrund erzählen. Mein Name ist Ernst Hirnnedel, bei mir zu Gast Ernst Eierschaus und Mike Miller. Mike Miller, der ja allen als der, auch ein bisschen mit dem Image der brutale Videospielstar, Ernst Eierschaus, der berechnende Production-Präsident von Eierschaus Productions. Herr Miller, wir haben jetzt ganz am Schluss geredet über die Frauenrolle in Jungle Fighter 4, ja, also im vierten Teil. Und was ich noch sagen wollte, in meinen Augen ist es lächerlich, dass die Lara Croft so heißt, weil die ist überhaupt nicht stark. Die hat überhaupt keine Kraft. Herr Miller, trotzdem ganz... Ich bin viel stärker. Das ist ja das, was sich viele Videospielfans wünschen würden, ein Aufeinandertreffen, ja, von Mike Miller auf, ja, Lara Croft. Nicht? Aber ich mich auch. An ihrer Stelle, sie hat recht, ich kann nur sagen, sie hat recht, und falls sie jetzt zuhört, falls du das hörst, Lara, komm lieber nicht in meine Gossen. Weil ich wirklich, wirklich, warum? Was könnte passieren, wenn sie in ihre Gasse kommt? Naja, dann bin ich in Blutrausch, dann wasch das ein, ne? Wasch ist eigentlich von vorn bis hinten wahrscheinlich. Was hat Ihnen Lara Croft getan? Warum? Na, sie warum? Provoziert mich. Weil sie ist eigentlich von meinem Chef sozusagen, und die Konkurrenz hat es kopiert, und das ist so super gut, die ist nicht so super, die hat Kampftechnik, ja, die tut alle betören, weil es gut ausschaut, und die tut mehr mit den Sex. Und die großen Busen, das ist das, was eigentlich auch kommt. Mhm. Aber kampfmäßig ist ein Nickermännchen. Und Lara, wenn du das hörst, überall und immer nimm es mit dir auf. Du Wirstel, du Platz. Blätz. Du blade, blade Blunzen. Wenn du das hörst, nimm es an. Und kämpfen. Eine ganz klare Herausforderung von Mike Miller an ganz Lara Croft. Ich möchte trotzdem... ganz kurz noch, wir haben leider gar nicht mehr lang Zeit zu reden, über dieses neue Spiel, eben Jungle Fighter 4 reden, wo am Schluss diese Szene ist, wo dann der Mike Miller, wenn er alles Spielmodi im Ego-Shooter-Modus
durchspielt hat und man dann durch Save Points am Ende in der, mit der vollen Punktezahl, ich glaube, ohne Refragging zum Ende kommt. Richtig. Dann hat man die Chance, dass man nach Hause kommt und eine Suppe gekocht kriegt. Mhm. Und dann muss ich was zum Essen bestellen, die Frau kocht eine Suppe, ja, serviert sie an den Tisch. Sie näht dann die kaputten Kleider und das ist eben diese umstrittene Szene, die gerade eben von Frauenorganisationen ganz, ganz heftig kritisiert wird. Zusätzlich gibt es dazu ja die Hintergrundstory, ja, und ich glaube, wir dürfen darüber reden. Weil das Zimmer noch nicht aufgeräumt ist in der Szene. Das war ein Programmierfehler natürlich. Die Frau kocht, serviert und natürlich sollte sie nachher die Kleider nähen, aber davor die Wohnung aufräumen. In einer derartigen Saustall kann man natürlich den Mike Miller nicht zumuten, dass er isst und dann nachher fernschaut. Wir haben trotzdem noch ein weiteres Detail, das glaube ich ganz interessant ist, dass durch die Yellow Press an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass die Frau, die diese Dame darstellt, glaube ich, weggelaufen ist. Kann man das so sagen? Wer war das und was ist da passiert? Es war ja, glaube ich, auch privat Ihre Freundin, Herr Miller. Können wir da öffentlich drüber reden? Also wenn ich das richtig verstehe, wo sie jetzt in dem Moment sagt, geht in dem Moment zum Radio aus. Ne? Ja. Also wann, dann können wir nur öffentlich drüber reden. Ne? Richtig, ja. Das ist, ich bin jetzt überrascht, dass Sie mich mit denen konfrontieren. Ich habe mit viel gerechnet, aber mit denen nicht. Aber es ist richtig, ich kannte die Person. Was ist da passiert? Sie waren, glaube ich, Sie kommen beide aus dem gleichen Heim, waren 12 Jahre bei Ayershouse Productions gemeinsam tätig und nach dieser letzten Folge ist diese Frau offensichtlich dann weggegangen. Ja. Warum? Warum? Wie oft, glauben Sie, ist mir die Frage schon durch den Kopf gegangen? Warum? Haben Sie eine Antwort gefunden? Nein. Warum hat es nichts gesagt? Die ganze Zeit, ich meine, das letztlich muss sie ja eigentlich was aufgestaut haben. Ne? Woher kommt das? Was könnte das gewesen sein? Ich weiß nicht. Unzufriedenheit? Ja. Immer die kleine Rolle spielen, immer nur Dienstempfängerin sein? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, also wann ist sie richtig, wann ist sie überhaupt richtig kennen oder kennt habe, dann kann das nicht der Grund sein, weil die Michaela wollte nie vorne im Rampenlicht stehen. Ich glaube, wir können uns jetzt sagen, Michaela Müller, ihre Frau, sie waren verheiratet. Richtig. Und sie hat dann, wenn man der Yellow Press glauben darf, eine lesbische Beziehung mit Lara Croft begonnen. Das stimmt nicht. Das darf man nicht glauben, der Yellow Press. Es sind Fotos aufgetaucht. Fotomontagen. Ich habe sie nicht persönlich gesehen, aber es ist sozusagen die öffentliche Wahrheit ist diese, die natürlich für Sie noch schwerer ist. Könnte ich mir vorstellen. Wie haben Sie das erlebt, Herr Erschaus? Also ich habe das, muss sagen, ich habe das auch erst aus der Zeitung erfahren. Und ich bin natürlich skeptisch, ähnlich wie der Mike. Also ich glaube das nicht alles, was in der Zeitung steht. Aber sie ist nicht mehr da. Ja. Aber dass sie weg ist, das ist, muss man scheinbar akzeptieren, aber sie kann genauso gut sich ein Baumhaus gekauft haben und woanders wohnen ist. Mhm. Oder einen anderen Job haben. Und der Umgang der Yellow Press mit dieser Sache, die ja auch, natürlich ist sie auch zumindest teilweise als ihre Frau, aber dann auch ein bisschen in der Öffentlichkeit gestanden, eben in der, durch die Schlussszenen in den 4 Teilen von Jungle Fighter 1 bis 4, die Paparazzi-Mentalität hat sich sehr verändert, seit sie begonnen haben als Strich und dann später Super Mario Bros. Die rücken einem immer näher zu Bälle. Wie kann man damit umgehen und was sind jetzt vielleicht abschließend, was ist Ihre Bitte im Umgang damit? Also das muss ich sagen, das kann bei der Michaela kann es das nicht gewesen sein, weil es sind nur so wenige Menschen auf den Level gekommen, dass sie überhaupt das Essen kriegen.
Ja, das ist einfach so schwierig mit den Zusatzpunkten und den Security Point, dass das kaum einer gekriegt hat. Aber trotzdem will ich sagen, Michi, wenn du mich jetzt irgendwo da draußen hörst, sage ich dir, komm zurück. Bitte. Sie würden sich wünschen, dass die Michaela wieder zurückkommt. Mhm. Genie, quit living on dreams. So kann man auch sagen. Jeder drückt das auf seine Art und Weise aus. Wenn ein Mensch, der sehr wichtig war, weggeht, einen verlässt, dann hat das vielleicht oft einen Grund. Und auf den kommt man dann manchmal erst später, was man alles anders hätte machen können. Ja, manche Menschen sind doch einfach deppert. Muss man auch sagen. Inwiefern? Ja, das ist einfach, also manche Menschen sind einfach Arschlöcher. Mhm. Ja, aber sie waren nicht so. Muss man einfach auch sagen, das hat gar keinen Grund. Sie war gut. Michi, komm zurück, bitte. Ja, aber schau, Max, vielleicht war das für sie falsch. Ne? Nein, ich glaube nicht. Und ich glaube auch, dass andere Mütter schöne Töchter haben. Ja. Das interessiert mich alles nicht. Michi. Wenn du die Sendung hörst oder von irgendeinem anderen auf Kassetten aufgenommen bekommst und sie dir später anhörst, bitte komm, gib mir noch eine Chance, ich weiß nicht einmal, warum du fort bist. Berührende Szenen. Auch jetzt kleine Leichen füllen den Keller. Am Schluss einer sehr, sehr spannenden Runde. Ich möchte mich bei und den Gästen. Und falls du erst jetzt auf der ist im Radio, komm bitte bedanken. Zurück, Michi. Danke, Mike. Also Michael, deiner Mike. Michi, falls du jetzt erst auf der ist im Radio, komm bitte zu mir zurück, okay? Danke auch Ernst Eier, Charles, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Michaela! Schlafen Sie gut. Und du jetzt in Radio auftrittst, bitte ganz zum Schluss, bitte Michaela! Träumen bitte Sie süß. Bitte komm zurück! Michi! Von den sauren Gurken.